Ja, hallo, ich bin die Annette Helmich. Ich wohne in Oberfladungen seit 5 Jahren mittlerweile. Ich bin insgesamt seit 2008 hier in der Rhön und habe hier letztendlich wirklich meine Heimat gefunden. Eigentlich bin ich aus Hessen, aber da muss ich jetzt nicht mehr hin. Außerdem wohne ich ja Hessen nah, kann ich immer wieder mal rüberschlubbeln. Meine künstlerische Arbeit ist schon länger, aber intensiver auch geworden mit dem Umzug hier in die Rhön. Ich habe dann ganz viele Menschen kennengelernt, die auch Künstler, Künstlerinnen sind. Und das hat mich dann auch noch mehr motiviert und inspiriert vor allen Dingen, da richtig einzusteigen, und habe halt verschiedene Kurse und Workshops besucht, unter anderem auch hier in Bischofsheim bei der Claudia Fink, Bildhauerin, und habe auch mit ihr viele Maltechniken und Zeichentechniken ausprobiert bei ihr und habe halt da sich verschiedene Techniken gefunden und für mich schlussendlich dann entdeckt, dass das Drucken für mich so ein ganz spezielles Ding ausmacht und was mir am meisten Spaß macht. Und bei dem Drucken habe ich erstmal Holzschnitte gemacht, die ich auch vor 4 Jahren hier schon mal ausgestellt habe zum Thema Frauen. Habe ich ganz viele Frauen gemacht, bleibt auch mein Thema, ist weiterhin. Und mittlerweile bin ich mehr der Natur auch zugeneigt, weil ich hier ja auch in der Rhön ganz viel drumherum habe. Und habe aber da nicht nur den Holzschnitt belassen, sondern mir auch überlegen müssen, wie kann man Natur noch darstellen, dass sie auch so ein bisschen das ausdrückt, was ich vielleicht dabei empfinde, wenn ich eine bunte Blume, eine bunte Wiese sehe und die ganzen Farben, die da drauf existent sind und so. Und aber wie kann ich auch Natur naturalistisch darstellen, ohne dass ich jetzt, dass es verkrampft wird oder wo ich merke, das ist nicht so meins, weil ich nicht die Zeichenkünstlerin bin. Und da habe ich dann halt verschiedene Techniken gefunden für mich in Form von Prägungen und kleinen Radierungen, dass es auch mehr Natur wird. Und meine Acrylfarben sind immer bei der Hand, gerade wenn ich das Bunte brauche, wenn die Fülle dargestellt werden muss und so. Also das macht mir halt dann einfach so richtig viel Spaß. Und ich habe ab und zu auch mal eine Zeit, wo ich gar nichts mache, wo ich gar keine Lust habe, künstlerisch tätig zu sein. Und dann kommt von innen einfach wieder so ein Schub, wo ich sage, ja, und jetzt muss ich mal was machen. Und dann lege ich einfach los und lass mich überraschen, was dabei rauskommt. Ich habe zwar mal so eine grobe Idee im Kopf, aber was schlussendlich dann passiert, das ist dann unterm Arbeiten. Und das ist manchmal auch sehr spannend zu sehen, dass was ganz anderes rauskommt, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Und ja, und das macht es dann auch einfach aus, dass man selber sich dann überrascht dabei, wie es wird. Ja, mein Name ist Manfred Hauer. Zusammen mit meiner Frau Gotonauer betreiben wir diese kleine Galerie in der Post hier in Bischofsheim. Die Idee dazu war, meine Frau ist selbst Künstlerin und hat sich auch über Claudia Fink hier in Kursen angemeldet und hat sich in dieser Zeit auch sehr entwickelt. Und dadurch entstanden auch sehr viele Bilder, wobei wir natürlich gesagt haben, was wollen wir denn nicht machen zu Hause alleine. Deswegen haben wir einen Platz gesucht, wo wir für sie, aber auch für andere diese Bilder ausstellen können. Und da hat uns auch der Bürgermeister hier geholfen, der ehemalige Herr Baumann. Wir haben uns verschiedene Lokationen angeguckt und mittlerweile dann auch gesehen, dass eine Galerie für sich alleine irgendwo stehend auch nicht das Nonplusultra gewesen wäre. Und zufällig haben wir gesehen, dass diese Lokation frei ist. Und die Idee war auch, dass man sozusagen vom Alltag, sprich der Postagentur, hier unverbindlich in diese Galerie gehen kann. Und wir haben inzwischen, ich glaube, mindestens 12 verschiedene Künstler hier schon gehabt mit den unterschiedlichsten Werken. Und das hat uns eigentlich auch motiviert, weiterzumachen. Wir sind ehrlich, es ist kein Profitsender, wir kriegen aber auch keine Unterstützung. Wir haben auch keine beantragt, wollen wir auch nicht. Wir wollen das in einem freiwilligen Rahmen hier weiter tun und damit auch ein bisschen was in einer kleinen Stadt auch für die Kunst tun. Zusätzlich verkaufe ich noch Bücher, auch übers Internet, und dadurch ergänzt sich das so ein bisschen. Und präsent sind wir unter hauer-verlag.de.
Dort werden auch die Bilder, so wie sie jetzt hier sind, in Kürze ausgestellt. Ausgestellt ist gut, werden sie übernommen werden. Und ansonsten ist die, diese Galerie geöffnet mit der Post. Also solange die Post offen ist, vormittags und nachmittags und samstags, kann also auch hier jeder sich das ansehen. Also kann erst in die Post gehen und zu uns kommen oder kann nur zu uns kommen. Das ist dann letztlich egal. Also Kontakt aufnehmen kann man im Moment nur über E-Mail bei mir mit ahfladungen@gmail.com. Über E-Mail einfach kurz schreiben und dann kann man auch Binder oder mal besuchen. Geht dann ganz flott. Wäre schön, wenn ich von leben könnte, aber es ist eher im Moment noch exzessives Hobby, wo ich eigentlich auch sehr viel Zeit mit verbringen möchte, weil es einfach richtig Spaß macht. Und wenn natürlich mehr draus wird, umso besser.